Dem, was im Verlauf der zurückliegenden Woche an Emotionen freigemacht wurde, verlief diese Begegnung fairer als erwartet. Vorausgegangen war ein Nervenkrieg, wie man ihn bisher im bezahlten Fußball nicht gekannt hatte. Die Münchner forderten Schadenersatz, die Bielefelder Spieler kündigten in einem offenen Brief an den DFB an, sie würden notfalls den Platz verlassen. Auslösendes Moment, 5 gelbe Karten gegen Münchner Spieler am vergangenen Samstag. In Bielefeld wurden diese Münchner Fouls öffentlich in einem Kaufhaus gezeigt, um die übergroße Härte der 60er zu dokumentieren. Die Münchner sprachen von einer Stimmungsmache wie bei einer Mobilmachung. In Bielefeld wurden die Bürger per Flugblatt aufgefordert, ihre Mannschaft in der entscheidenden Schlacht zu unterstützen. So hatte man dann auch auf dem Frankfurter Bahnhof Sportfeld eher den Eindruck einer Invasion. Mehr als 12.000 Bielefelder Schlachtenbummler reisten nach Frankfurt, aber, und das war die erste Überraschung, sie erwiesen sich als relativ friedlich. Gegner aus München war schon lange vor dem Anpfiff zahlenmäßig weit überlegen. Mehr als 16.000 Anhänger von 1860 München in der Main-Metropole. Man hatte allerdings eher den Eindruck, an der Isar zu sein. Das erste Aufeinandertreffen der beiden feindlichen Lager verlief dann Gott sei Dank friedlich. Und auch das Spiel verlief ruhiger als befürchtet, aber immerhin noch zu ruppig, als dass man von einer fairen Begegnung hätte sprechen können. Es gab 2 Verwarnungen, ein Spieler musste wegen wiederholten Foulspiels des Feldes verwiesen werden. Die Begegnung selbst begann ziemlich zerfahren. In den weißen Trikots Bielefeld, sicher spielte bei beiden Mannschaften die Nervenbelastung eine Rolle. Erste Chance für die Arminia durch Eilenfeld. Torwart Hartmann und Torwart Stein, die beiden Torhüter, hatten häufig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Jimmy Hartwig hier, William heißt er eigentlich, genannt wird er Jimmy. 2 Szenen von ihm, die beweisen, dass er ein ausgezeichneter offensiver Verteidiger ist. Dann Arminia Bielefeld. Auch hier werden gute Möglichkeiten leichtfertig vergeben. 1860 München gegen Ende der ersten Halbzeit, die überlegene Mannschaft, aber aus guten Tormöglichkeiten verstanden die Münchner, keinen zählbaren Erfolg zu machen. Im Brennpunkt Bielefelds Amateur-Nationaltorwart Stein. Und 0:0 der Pausenstand vor 60.000 Zuschauern im Frankfurter Waldstadion. Ausverkauft übrigens, das ist Ewald Lienen. Er wird von Bielefeld nach Gladbach gehen und im Nachschuss Erhard. Jimmy Hartwig, weiterhin offensiv, noch immer 0:0 im Frankfurter Waldstadion. Dann der Platzverweis von Peitsch, das zweite Foul. Er musste von Schiedsrichter Horstmann, der dieses Spiel souverän leitete, natürlich des Feldes verwiesen werden. Trainer Karl-Heinz Feldkamp von Arminia Bielefeld. Er versuchte sofort, nachdem Peitsch das Feld verließ, seine Mannschaft auf die neue Situation einzustellen, um zu retten, was noch zu retten war. Denn 10 Arminen gegen 11 Münchner, das war eine schwere, vielleicht unlösbare Aufgabe. Falter. Und Falter setzt sich ganz geschickt gegen die Bielefelder Abwehr durch. Querpass. In extremer Zeitlupe dieses Tor. Das erzielt wird von Jimmy Hartwig. Und Glück für die Münchner, der Ball geht an die Unterkante der Querlatte. 1:0 in der 77. Spielminute. Das ist der Torschütze, William, genannt Jimmy Hartwig. Und noch eine Reaktion, die des Münchner Trainers Lukas, der aus der Mannschaft der Stars eine Mannschaft von unbekannten Spielern aufbaute, indem er viele große Namen nicht mehr in der Mannschaft haben wollte, Spieler verkaufte und mit dieser jungen und guten Mannschaft jetzt die Möglichkeit hatte, in die erste Liga aufzusteigen. Dann diese Situation in der 89. Spielminute. Metzger und das 2:0
für 1860 München. Die Entscheidung schien gefallen. Der Treffer aus anderer Sicht. Unhaltbar für Arminias Torhüter Stein. Und 66.000 Zuschauer im Frankfurter Waldstadion. Es waren noch 60 Sekunden exakt zu spielen. Unbeschreiblicher Jubel bei den 60ern. Trainer Heinz Lukas auf den Schultern seiner Spieler. Aufstieg in die Bundesliga. Herr Lukas, herzlichen Glückwunsch und eine kurze Stellungnahme zum Spiel. Danke. Ja, das war das Spiel, was man von Ihnen erwartet hatte. Ein Kampfspiel, ein Fighten bis zur letzten Minute. Ich habe in der Halbzeit der Mannschaft gesagt, denkt nicht, dass das trotz der klaren Chancen in der ersten Halbzeit das Sieg leicht fällt. Es wird ein Kampf bis zur letzten Minute und so war es. Trainer Karl-Heinz Feldkamp, ist es nicht besonders schwer, so dicht vor dem Ziel jetzt das Bundesliga-Ziel verpasst zu haben? Ja, das ist kurz nach dem Spiel bestimmt sehr schwer. Aber ich glaube, wir sollten uns erst das Spiel nochmal in einem Film abrollen lassen, um dann zu sagen, ob wir uns nicht gut verkauft haben. Der Torschütze des wahrscheinlich entscheidenden 1:0, Herr Hartwig, Gratulation und eine kurze Stellungnahme zum Spiel. Oh ja, dass es so schwer wird, habe ich mir vorgestellt, aber dass es alles so schwer wird, das hätte ich mir natürlich nicht gedacht. Aber ich glaube, der Glückliche und der Bessere hat gewonnen. Tja, Ironie.